Es ist so schön hier. Es sind so schöne Menschen da. Von beiden Seiten. Ja, sowohl aus Erbach wie aus Michelstadt. Der FFH Ortsfrieden. Ich komme mir tatsächlich vor wie ein Pfarrer. Jetzt haben wir eine Woche darauf hingearbeitet. Was sagt ihr, Larissa? Also ich würde sagen schon, ihr habt es gut gemacht. Wir haben uns redlich Mühe gegeben. Also pass auf, ich glaube, mit einem Friedensschwur geht das alles viel einfacher. Das stimmt. Rudi, dann legen wir mit dir los. Liebe Michelstädter, die offizielle Ansprache. So viel Zeit muss sein. Vertreten durch den Stadtführer und Nachtwächter Rudi Hoffmann. Wollt ihr Erbach lieben und ehren? So, sagt bitte, hier wird gelacht, Entschuldigung, hier wird gelacht an dieser Stelle, das können wir so nicht. Ein gewisser Ernst bitte jetzt, ja? Wollt ihr die Erbacher in Zukunft lieben und ehren? Ah ja, mehr wolle. Gut, lasse ich gelten. Und nun zu euch, liebe Erbacher. Ja. Vertreten durch Larissa Schweikert, wollt ihr, liebe Erbacher, ab sofort die Michelstädter genauso lieben und ehren, wie wir es gerade von Rudi gehört haben? Ja, ich würde sagen, wir wollen auch. Dann erkläre ich euch hiermit zu friedlich angetrauten Nachbarorten. Bis einer eurer Karnevalsvereine wieder auf die Idee kommt, vom anderen etwas zu klauen. Wie schon vorgekommen, Zeugen unserer Versöhnung sind alle Hörer von Hetradio FFH. Wir versprechen, von nun an gemeinschaftlich Ort an Ort zu leben. Obwohl es hier so zieht, aber es ist uns schon warm ums Herz und jetzt setzen wir noch einen oben drauf. Hier ist unser Friedenssong. Alle zusammen! Jetzt versöhnt, nie wieder Zwist und Streit. Zwischen Michelstadt und Erbach herrscht jetzt Einigkeit. Ihr seid endlich Freunde, ihr kriegt sogar eine Urkunde. Für die Ewigkeit, für immer zusammen.